Mechthild Heil für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und insbesondere Kolleginnen von den Grünen und Kollegen von den Grünen, ich danke Ihnen ausdrücklich für den Antrag Kleidung fair produzieren, den Sie heute hier eingereicht haben. Ich glaube nämlich, es gibt niemanden hier in diesem Raum, der nicht die Arbeitsbedingungen in der Textilfabriken in Bangladesch und in anderen produzierenden Ländern verbessern möchte. Und auch in der Bevölkerung wächst die Zahl derer, die gerne wissen wollen, ob der Kaffee oder die Bluse, die sie tragen, fair produziert wurden. Viele, viele Menschen in Deutschland sind sensibilisiert, und das finde ich richtig, richtig gut. Zeigt es doch, und bei aller Abschottungsrhetorik der letzten Monate und bei allem lautstarken Protest und Ablehnungsgeschrei, zum Beispiel gegen TTIP oder anderen Handelsabkommen, zeigt es doch, es gibt in Deutschland die Leute, die über den Tellerrand hinaussehen, die, denen es wichtig ist, unter welchen Bedingungen Waren im Ausland produziert werden, die wir anschließend kaufen. Und es gibt immer mehr Menschen, die verstehen, dass wir solche Herausforderungen nur gemeinsam lösen können. Gemeinsam in Europa und in einem gemeinsamen Markt, zum Beispiel mit den USA. Wir allein in Deutschland haben nicht die Marktmacht, die Arbeitsbedingungen zum Beispiel in Bangladesch zu ändern. Auch deswegen ist TTIP wichtig. Und ich teile das Ziel, die Transparenz für die Verbraucher in Bezug auf die Lieferketten zu verbessern und die Unternehmen bei der Erhaltung ihrer Sorgfaltspflichten stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und auch herzlichen Glückwunsch an die Grünen, Frau Künast. Sie haben es wirklich geschafft, dieses Thema diese Woche wieder prominent in den Medien zu platzieren. Vielen Dank dafür die Initiative. Das tut dem Thema gut. Aber auch wenn wir die übergeordneten Ziele, die Sie formuliert haben, sehr wohl teilen, so halten wir doch Ihre Lösungsansätze weder für notwendig noch für zielführend. Die Wirklichkeit ist viel mühsamer und viel komplizierter, als Sie auch das hier eben dargestellt haben. Denn nicht nur ein weiteres Gesetz in Europa ist notwendig. Wichtig ist, alle relevanten Akteure entlang der Lieferkette einzubinden. Dazu gehören natürlich die Unternehmen. Dazu gehören die Länder, also die Regierungen, dazu gehören Gewerkschaften, aber dazu gehören natürlich auch Standardorganisationen, wie zum Beispiel die ILO, die Arbeitsstandards festlegen. Alle müssen gemeinsam an einen Tisch und diesen Verbesserungsprozess in den Verbesserungsprozess eingebunden werden. Und deshalb ist unser Ansatz ein anderer. Er entspricht übrigens auch den Leitprinzipien der Vereinigten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Wir treiben den Verbesserungsprozess auf nationaler und auf internationaler Ebene voran, mit freiwilligen und mit verbindlichen Regelungen. Und ich glaube, diese Mischung, die ist uns wirklich gut gelungen. Sie haben es selber angesprochen, das Textilbündnis. Ihre Kritik an dem Textilbündnis verstehe ich allerdings nicht. Sie sagen, das Textilbündnis sei ausschließlich national und freiwillig, deswegen bringe es nichts. Was ist das mal wieder für ein Weltbild? Von den Linken bin ich es gewöhnt, dass die Grünen das auch so sagen. Was ist das für ein Weltbild? Also, alles, was freiwillig ist, ist schlecht. Was Zwang ist, was staatlicher Zwang ist, ist gut. Das widerspricht nicht nur jeder menschlichen Erfahrung, das ist auch sachlich vollkommen falsch. Ja, die Mitgliedschaft im Textilbündnis ist freiwillig, aber 55% des deutschen Textileinzelhandels ist in diesem Bündnis organisiert. Und wenn man die Entwicklung sieht, im Oktober 2014 haben wir mit 34 Teilnehmern angefangen, das ist aufgewachsen auf jetzt immerhin 180 Mitglieder. Und dazu zählen im Übrigen die ganz Großen. Es zählen Konzerne dazu, wie Edeka, wie Aldi, wie Adidas und Boss, wie H&M und Kick oder Otto, die natürlich alle international aufgestellt sind. Es ist also nicht so, dass es sich hierbei um ein nationales Bündnis handelt. Eine internationale Aufstellung war von Anfang an unser Ziel. Und dazu kommt, und ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, die Teilnehmer haben sich auf eine hohe Verbindlichkeit geeinigt. Dafür unterziehen sie sich einem Audit durch unabhängige Dritte,
Dieser Prozess läuft im Moment. Im nächsten Monat wird er beendet und das Ergebnis wird natürlich auch veröffentlicht, damit jeder sehen kann, wie gut sind die eigentlich, die Unternehmen. Das Bündnis leistet also viel mehr, als Sie unterstellen. Und das ist ein riesen Erfolg. Das ist richtig, richtig gut. Und wir sind noch lange nicht mit diesem Erfolg am Ende. Und dafür an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an den Ministern, unseren Entwicklungsminister Gerd Müller und auch sein Haus. Er ist nicht da, aber der Staatssekretär kann es ja sicherlich ausrichten. Vielen Dank von uns an Sie für Ihre Arbeit. Frau Heil, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Frage von Kollegen Keckeritz? Nein, er hatte gleich noch die Gelegenheit, er kann auch sprechen. Ja, kann er nicht, aber... Nö, Sie haben ja eine Vorreiterin, Frau Künast hat gesprochen, nein. Sie sehen, Deutschland geht in vielen Fragen voran. Unser Ziel ist klar. Wir wollen die sozialen und ökologischen Standards bei der Herstellung von Textilien erhöhen. Und dazu brauchen wir Partner. Allein werden wir das nicht schaffen. Die bis zu 140 Produktionsstufen, die C&A hat das im Moment veröffentlicht, für eine Herstellung eines Hemdes nötig sein können, bekommt man nicht einfach mit einem deutschen oder mit einem europäischen Gesetz in den Griff. Wir brauchen die Partnerschaft, das Know-how, die Einsicht der Unternehmen. Und Kleidung wird in Dutzenden von Ländern produziert, in Tausenden von Betrieben mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen, von dem Mindestlohn bis hin zur Kinderarbeit. Von Gentechnik veränderten Baumwollpflanzen bis hin zu gesundheitsgefährdeten Arbeitsbedingungen, vom vernachlässigten Brandschutz bis hin zum fehlenden Tierschutz. Wenn wir darauf Einfluss nehmen wollen, brauchen wir Verbündete, um unsere Marktmacht zu stärken. Oder wir brauchen die Bereitschaft der Länder, uns auf diesem Weg gemeinsam zu begleiten. Deswegen, liebe Grüne, liebe Kollegen von den Linken, Ihr Ziel, mit Ihrem Ziel sind wir uns einig. Aber die von Ihnen vorgeschlagenen Wege sind einfach falsch und deshalb lehnen wir auch Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Das ist überraschend. Vielen Dank, Kollegin Heil. Nächster Redner in der Debatte, Nima Mowat.